Hey, ciao zusammen, willkommen zurück beim Raymond in der Rappelkiste. Auf dem David Hasselhoff zur nächsten Folge Stardew Valley. Wir haben ein paar eingeleitete Pastinaken mit ins Bett genommen. Und eine bleiche Brühe haben wir uns noch kredenzt. Einfach super, nicht wahr? Heute hat Hayley noch Geburtstag. Schauen wir mal, wie der Wetterbericht am Morgen sein wird. Sonnig, Wahrsager. Wenn sie heute neutral sind, okay, Königin der Soßen. Kartoffelpuffer, das haben wir doch schon ein paar Mal gelernt, weil mich nicht alles täuscht. Wir gehen draußen mal schauen, haben wir keine Briefe bekommen, so schade. Haut das mal da rein. So, dann gönnen wir uns da noch ein Weili. Ein Wildblumenweili. Das gehen wir da rein. Und tun wir mal das Harzen zurück, das Blumen geht jetzt ja eigentlich nicht mehr. Dann sammeln wir da mal ein, was jeder gewachsen ist. Ja, ist ja fast jeden Tag, wenn man da etwas frisch hat. Dann schauen wir mal, können wir auch die da rein tun? Ja, das kann man also, okay. Dann. Weißt du was? Ich nehme gerade. Unser Pferd wird etwas Wichtiges müssen wir da ja noch machen. Ja, also ich meine, ja, also wow. Wow! Das ist ja richtig gemacht dafür. Also. Oh, wie herrlich! Jolly Jumper! Ja, Jolly Jumper! Ja, also rein theoretisch, wenn du nur noch auf den Anbau willst gehen, also den etwas kleiner behalten, kannst du es rein theoretisch ja auch einfach im Gewächshaus rein wachsen lassen, sag ich jetzt mal, da ist aber noch nicht ready. So, dann gehen wir da rein, wieder unsere Tiere gehen, begrüßen am Morgen, schönen guten Tag, ihr lieben Kuhli und Geissli. Und ja, Geissli, Ziegen, Wolle. Jetzt aber. Haben wir schon mal Wolle bekommen? Können wir Wolle abgeben? Können wir nicht abgeben, aber mit der können wir gerade etwas machen. Können wir nicht bei der, wie heißt sie, bei der Emily oder so? Noch uns Sachen stricken. Da bin ich jetzt völlig im Schilf. Wir rennen schon mal raus. So, ihr so. Ja, ihr seid eben schon auch ganz, ganz süß. Ja, nein, wir wollen es an deinen nicht essen, sondern wir wollen Mayonnaise aus dem machen. Aus dem und aus dem. Und aus dem. So. So, die Wolle. Ist das nicht das erste Mal, dass wir jetzt Wolle mitbekommen? Eine blöde Frage. Haben wir schon mal Wolle gehabt? Zack, zack, Wolle mal da rein. Dann die verkaufen. Die verkaufen. Zack, zack, zack. Eine normale Blume können wir verkaufen. Und die möchten wir mal noch in den Kühlschrank. Wer weiß, vielleicht fangen wir ja dann wirklich mal noch das grosse Kochen irgendwie an. Dann wäre es irgendwie schade, wenn wir nichts gerade so parat haben. Dann probiere jetzt ab und zu ein paar Sachen. Dort in den Kühlschrank jetzt tun. Dann gehen wir wieder unsere Pilzen abgreifen. Was der Schrein eigentlich dort oben auf sich hat, das ist mir auch immer noch nicht ganz so bewusst. Wieder drin. Und was wir jetzt auch noch machen, tatsächlich ist, wir nehmen Holz und Stein mit. Und was braucht dann eigentlich der grosse Stall noch? Holzstein, 25'000 Gold. Ich habe schon im Wiki
geschaut, tatsächlich. Vor allem verkaufen wir jetzt die Pilzen da. So, und den können wir natürlich auch noch da lassen. Die da. So. Und ab dafür. Dann würden wir das am grossen Greif, am Greifer vorziehen, sozusagen. Irgendwie bin ich fast lieber mit dem Pferdli unterwegs als mit der Kutsche. Wie heißt's? Ihr wisst schon, was ich meine. Heilige Geburtstag, jawohl, genau, aber darum bin ich eigentlich nicht ganz da. Da habe ich teilweise ein bisschen Mühe. Ich suche jemanden, der mir Kupfererz 30 bringt, okay. Gehen wir gerade als erstes den Robin auf. Da jetzt noch Fische. Fisch behalten wir jetzt ein bisschen. Weil die können wir zu Qualitätsdünger verarbeiten. Da bin ich falsch. Da einer muss ich. Hallo! Hofgebäude errichten. Und zwar würde ich fragen, ob wir könnt den Moment. Stall. Luxushühnerstall. Gibt's denn da nicht noch so ein. Da bin ich jetzt voll Banane. Gibt's denn da nicht noch ein. Großer Stall. Luxusstall. Ich glaube, man hätte nicht mal im Ansatz genug. Stall. Luxushühnerstall. Hühnerstall. Haben wir dann schon einen Luxushühnerstall? Das ist jetzt vielleicht eine dumme Frage, das müsst ihr wann? Muss das ja eigentlich ich wissen. 500 Holz. Ich glaube, wir haben wir schon. Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich jetzt? Ein Gebäude bewegen. Gebäude streichen. Ich würde eigentlich mehr Gebäude bauen, aber das fehlt uns noch. Holz. Hm? Jolly Jumper, wir müssen Holz haben. Gut, haben wir dann schon so einen fetten Stall? Dann könnten wir ja schon weitere Tiere noch posten. Das ist völlig irgendwie verhängt. Das kann schon sein. Sie sehen, ich bin der schlechteste Bauer aller Zeiten. Wer wünscht sich dann Jody? Jody, Jody, Jody. Jody ist doch auch die mit den so auffälligen Haaren. Nein. Jody ist die Sida. Genau. Sie wird entweder da oder gerade neben dran. Oha. Komm rein, Reni. Ich möchte dir etwas zeigen. Es ist mein geheimes Hobby. Ich habe monatelang geübt. Jetzt setz dich hin, entspann dich und lass dich zu einem besseren Ort hin mitreisen. Okay? Also, ich meine, ich habe ja teilweise so eine Zweideutigkeit, wenn ich recht amüsant und das also. Ja. Das ist fast ein bisschen zu viel. Wow. Also,
Also wenn wir gerade bei der Zweisitzigkeit sind, kommen die, dann kommen die Dinger jetzt nochmal rechts und nicht zwingend entschärfend. Also, ja, das ist dann eher verwirrend, aber ja, also die ja allein von rechts eingeflogen sind, muss ich sagen, irgendetwas wirklich seltsam. Es ist völlig erschreckend. Ja. Was hältst du davon? Das war peinlich. Nichts sagen und langsam klatschen. Das war unglaublich. Das war unglaublich. Danke dir. Es ist völlig außer Atem. Und der Vogel hat mich gemacht. Das war ein ganz schönes Training. Ich war nicht mehr so verschwitzt, seit ich bei Abigails Fiesta Abschlussfeier Pfefferplatte bestellt hatte. Nun, ich sollte mich mal besser duschen. Danke fürs Zusehen. Also, auch da wieder. Ja. Wie meint sie das mit dem Zusehen? Genau, ich sollte duschen. Danke fürs Zuschauen. So, okay. Wo ist Jodie? Nein. Hey du. Salut. Wo ist Jodi? Da ist Penny. Ich will wirklich unsere Wohnung sauber halten, aber sie wird immer wieder schmutzig. Es ist nicht leicht, sich komplett alleine um den Haushalt zu kümmern. Vielleicht sollten wir dort auch mal vorbeischauen und den Penny Knöpfe tun. Jodi? Ist Jodi am Posti? Nö, ist sie nicht. Was genau geht da hinten ab? Am Sonntag, hä? Hallo? Der vorige Besitzer hat diesen Altarraum gebaut. Wir sind nicht religiös, aber die anderen Bewohner können ihn nach Belieben nutzen. Wir verstecken uns hier, damit wir niemanden reden müssen. Das habe ich also noch nie gemacht. In der Kirche jemandem einen Blumenköl gebracht. Das ist auch für mich Neuland. Hey du, eigentlich, wie läuft's bei dir so? Ich wünschte, ich könnte einen Spaziergang machen, aber ich kann den Land nicht unbeaufsichtigt lassen. Ich habe gehört, die Blumen blühen. Und die Luft riecht großartig. Ja, gang nur, wir regeln das schon. Was hast du eigentlich so im Angebot im Moment? Oh, Blumenstrauß, Geschenk, um dein romantisches Interesse zu zeigen. Also, wer gab dann zum Heiraten? Dann warten wir jetzt mal noch ein bisschen. Aber wir haben dort. Ich weiß nicht mehr, was für Bäume das wir schon haben. Granatapfel. Ich glaube, Granatapfel haben wir gesetzt. Nehmen wir noch einen orangen Setzling mit. Komm. So. Und jetzt probiere ich doch noch. Ich weiß zwar nicht, ob sie am Sonntag am X bügelt, aber bei der Marnie. Gucken, einen automatischen Greifer posten. Für unseren Hühnerstall. Ich glaube, sie hat ja so ein bisschen seltsame. Yes! Tierbedarf! Schafschere. Automatischer Greifer. Sehr gut, danke. Dann, wenn wir gerade da sind, gehen wir noch Hartholz und dann noch ein Standardholz. Aber ich denke fast, das lange nicht mehr rechtzeitig zum zu wieder raufkommen, zum zu der Rum. Hihi. Was haben wir so? Seegurken. Haben wir, glaube ich, schon, brauchen wir nicht. Moon Muffin.
Orange Setzling. 4000, okay. Sommerschmuck. Brauchen wir nicht. Seltene Saat. Im Herbst aussehen. Braucht die gesamte Jahreszeit, um zu wachsen. Dusig. Kaffeebohne. Pflanze im Frühling oder Sommer, um eine Kaffeepflanze wachsen zu lassen. Lege 5 Bohnen in ein Fass, um Kaffee zu machen. Ah. Oh. So läuft das. Hau mal noch eine rum. Habe ich jetzt eine Kaffeebohne gekauft? Vielleicht völlig überteuert, das weiß ich gar nicht. Ich habe gar nicht abgecheckt. Schleim. Schleim. Ja, wieder runter zum Pferd. Natürlich machen wir kein Meter mehr ohne das Pferd. Wir werden so richtig mühsam. So. So. Die nehmen noch so eine Mahagoni her. Hier ist noch lustig. Da hat es noch etwas für uns. So, ja. Mit dem Eier auch da durch. Das dann wieder. Okay, ist ja gut. Wenn wir gerade eh da durchgehen, holen wir uns noch ein Hartholz ab. Findet, könnte ich etwas damit anfangen? Triebholz nicht. Aber morgen. Das ist ein wirklich nettes Geschenk, danke dir. Okay, sie ist einfach wirklich sehr zufrieden. Das gefällt mir. So, dann hauen wir doch da noch ihr Holz ab. Das war 500, haben wir gerade gebraucht, oder? Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Also, man hat sie offen. Ich glaube, es langt nicht mehr, um zu der Robin aufzugehen und noch etwas beauftragen. Die 500 hätten wir jetzt zwar, aber ich glaube, sie macht so 17.00 oder 17.30 Uhr. Macht Robin, glaube ich, den Laden dicht. Von dem her müssen wir eigentlich gar nicht mehr zwingend rauf probieren. Aber wenn wir da gerade da sind, können wir da unten noch die Frühlingszwiebeln abgreifen. Und wenn wir hier gerade da sind, dann können wir auch ein bisschen mehr Holz schlagen, als wir ja dann brauchen. Ich könnte jetzt auch nochmal einen neuen Stall machen. Ist aber noch nicht genau wo. Aber jetzt, wenn ich die Bäume noch dort rechts hineinpflanzt, dann ist es vielleicht nicht so mega schlau gewesen. Merke ich gerade. Mit der entwickelten Axt geht es schon einiges schneller. Ich hätte mich wundern, wenn wir noch die Iridium-Axt machen könnten. Geht also wahrscheinlich noch viel tiefer. Iridium ist, glaube ich, jetzt so das Gut, was wir, wenn ich wirklich am besten könnte, brauchen, schon nur um alle Sachen weiterentwickeln und so. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. So, es pressiert ja nicht. Wir haben ja die Zeit, das ist das Schöne an dem Spiel. Wir haben ja jetzt immerhin ein Pferd mit Hut. Es steht ein Pferd auf dem Hut.
ja, das geht anders. Steht ein Pferd auf dem Flur, oder? Irgendwie so. Bei uns oben jetzt eigentlich auch noch recht viel Wald, wo man könnte abmähen. Da wieder zu. Dann haben wir hier Orangensetzling. Mal noch da her. Der Autogreifer. Tun wir noch da her. Hat das richtig gesehen? Mayonnaise sind einfach fertig, aber die Eier. Quack, der zweite Versuch zu schlafen. Ja, alles klar. Aber wir sind noch gar noch nicht gemietet. Wir können da noch ein. Könntet ihr uns da noch etwas tun? Und, ich hab's vergessen, Sachen neu setzen. Himmelheiland. Oh, so habe ich noch abgerasen. Soudli. Ich bin so ein. Ich würde sagen, Vollidiot, aber. So, da noch Kaffee. Da hat es noch das Feld frei. Tun wir noch das Erdbeere abpflanzen. Da hat es auch noch eins frei. Wir halt nochmal das Erdbeere abpflanzen. Das wäre ja schade, wenn wir da. Haben wir da auch noch frei? Nein. Doch, da. Ja, ihr wisst, was das heisst. Ratet mal. Ihr glaubt, wir tun das Erdbeere abpflanzen. Wie lange gehen die Erdbeere? 8. 8 Tage. Dann. Kann ich hier noch wählen? So machen, so, so. Dann. So und so. So, so. Und jetzt. Reiten wir noch in den Sonnenuntergang. Galopp, 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 galopp. Ich bin richtig Fan von dem Pferd. Kommen wir mit dem Pferd jetzt auch in die Wüste reiten, müssen wir wirklich immer. Den Pam etwas zahlen, dass wir dort durch können. Ich könnte ja eigentlich, merke ich gerade. Drüben könnte ich ja auch im Ding posten. Könnte ich auch im Gewächshaus eigentlich abpflanzen. Da die, was brauchen wir? 10 Rüben. Das ist ja irgendetwas anderes. Ich habe es schon wieder vergessen. Das gibt es ja gar nicht. Rüben. Das habe ich jetzt wirklich schon ein, zweimal eigentlich geschaut. Rote Beete. Rote Beete könnt ihr. Nein, theoretisch. Das ganze Jahr über. Von dem her müsst ihr im Gewächshaus. Ich meine, das ist ja eigentlich irrelevant. Von dem her könnte man eigentlich schon mal wieder in die Wüste. Aber jetzt gehen wir zuerst mal heim. Für die Energie. Dann haben wir jetzt die Bäume da noch ab. Den nicht. Aber der da. Da hat es keine mehr. Aber da oben noch. So.
So. Und die verdeckt uns manchmal Collectibles. Dann heim. Danke, Jolly Jumper. Und direkt ab ins Bett. Ja, wir haben schon wieder den Tag umgebracht. Jetzt haben wir auch einen automatischen Greifer bei den Hühnern. Das ist eigentlich noch gut. Auf die andere Seite frage ich mich gerade Folgendes. Dadurch, dass wir die Mayonnaise-Maschine ja eh so verteilt dort in der Hand. Könnte ich eigentlich die Mayonnaise-Maschine mal rausnehmen? Vorne dran aufreihen. Weil, dann müssen wir eigentlich nur noch rein zum Greifer. Ja gut, wir müssen ja immer quer durchlaufen. Wir müssen ja eh noch all Tiere streicheln und so. Also von dem her. Das nehmen wir jetzt noch auf uns. Denke ich. Schon der 15. Tag im Frühling. Unsere Erdbeeren sind hoffentlich schön am Gedeihen. Und ja, dann gehen wir dann mal drauf los und bauen einen grösseren Hühnerstall, würde ich sagen. Jo, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Dabei bei dieser Folge. Wäre cool, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei wäre. Bis dahin, bleibt sauber, macht keinen Scheiß und ciao zusammen.